Willkommen im Digibet-Studio an diesem heutigen Donnerstag. Wir gucken natürlich noch mal ein bisschen nach Stuttgart. Natürlich ist dort die Hölle los, nachdem auch Christian Groß entlassen worden ist. Ihm erging es ähnlich wie Markus Babbel im Vorjahr und davor Armin Fee. Auf der Seite DFL, also bei der Bundesliga, da schreibt Guido Buchwald, es gibt keine Hierarchie. Ja, ob es die jetzt nicht in der Mannschaft gibt, das meint er wohl damit, aber gibt es die in der Führungsetage? Der Präsident Erwin Staudt hat gesprochen und der Aufsichtsratsvorsitzende Hund hat ebenfalls gesprochen und man hat dann gesagt, es gibt wohl keinerlei Lösungsmöglichkeiten. Jetzt hat man sich erst einmal auf Jens Keller verständigt, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Das war der bisherige Assistent als Interimslösung. Ansonsten sind 2, 3 Namen im Gespräch. Mein Geheimfavorit, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist Lorenz Günther Köstner. Der trainiert beim VfL Wolfsburg im Moment die zweite Mannschaft von Wolfsburg eben. Felix Magath hat ihn einst dahin geholt. Er hat im vorigen Jahr herausragend Armin Fee vertreten. Und Lorenz Günther Köstner wohnt nicht weit weg von Stuttgart, hat eine Bindung an Stuttgart, ist Schwabe und kennt auch Freddy Bobic, den Sportdirektor, ganz gut. Aber jetzt wollen wir erstmal abwarten, wie denn Jens Keller dieses Wochenende meistert. Sie wissen das, an diesem Wochenende Schalke gegen Stuttgart, der Krisengipfel. Aber am Freitag geht's los mit Köln gegen Dortmund. In Köln ist noch mehr Unruhe jetzt als bis dato, denn Lukas Podolski hat via Sportbild das gesagt, was wir alle eigentlich ja auch schon gesagt haben in diversen Runden. Ich habe es neulich in der Vorwoche auch bei Center TV, das ist hier ein ortsansässiger Heimatsender, gesagt, es fehlt beim ersten FC Köln die Strategie und es fehlt das Denken an morgen und dann übermorgen. Und genau das hat Podolski jetzt auch nochmal gesagt. Aber er hat damit wohl augenscheinlich oder ganz offensichtlich besser gesagt gegen die sogenannte Leitkultur verstoßen. Die Leitkultur heißt, Spieler dürfen sich öffentlich nicht äußern. Wolfgang Overath sagt immer so schön, sie sollen mit uns reden und nicht über uns. Und genau das hat Lukas Podolski eben getan und deshalb sind sie jetzt ein bisschen sauer beim 1. FC Köln. Ob es eine Geldstrafe geben wird, wird sich dann noch zeigen. Der Tipp an diesem Wochenende, ich zeige Ihnen noch einmal die DFL-Seite, um Ihnen zu zeigen, womit es losgeht. Also Köln gegen BVB, das ist das Freitagsspiel, das ist das Spiel morgen. Apropos morgen, morgen tippt Alexander van der Gröben. Heute müssen Sie sich einen Stift rauslegen, dann können Sie die Tipps von mir aufschreiben, morgen die von der Gröben, dann schreiben Sie Ihre auf, dann legen Sie alles nebeneinander und gucken mal, was Sie eingeben dann bei uns auf der Seite bei digibet.com und womit Sie dann richtig viel Geld verdienen. Also mit meinem Tipp verdient man zumindest bei dem Spiel Köln gegen Dortmund nicht so richtig viel Geld, denn da ist klar, genau, da tippen alle einen Auswärtssieg, damit stehe ich nicht alleine. Also, ich tippe bei Köln gegen Dortmund ein 0:4. Um dann weiter im Text zu machen, Bayern München gegen Hannover 96. Ich glaube, den Tipp, den wagen vielleicht nicht viele. Es gibt ja neues Theater auch jetzt in München. München legt sich mit den Holländern an, denn neben Arjen Robben ist jetzt auch noch Van Bommel verletzt. Ebenfalls 10 Tage fällt er aus. Da fliegen Giftpfeile hin und her zwischen asozial und anderen Worten wird da gewechselt. Also die Holländer und die Bayern, da fliegen im Moment die Fetzen. Sei es drum, ohne Klose, ohne Robben, ohne Ribéry und eben auch ohne Van Bommel verliert. Van Bommel verliert der FC Bayern gegen Hannover 96 mit 1:2. So, und damit sind wir beim Lieblingsspiel vom Samstag. Schalke gegen Stuttgart. 1:1 habe ich mal aufgeschrieben. Da haben wir noch gesprochen über dieses Spiel. Und wenn wir auf die Seite von Digibet schauen, hier bei uns da nochmal auf dem Monitor zu sehen, hier, dann sehen wir da auch die News. Und da sagt Felix Magath zum Beispiel, bei uns ist alles wesentlich stabiler.
gucke ich mal schnell in den Kicker. Da steht Sieg Schalke 50%, Sieg Stuttgart 26%, Unentschieden 22,7%. Ich schließe mich der Minderheit an, den 22,7%. Ich glaube, dass das ein 1:1 gibt. Nächstes Spiel, ebenfalls am Samstag, Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Mein Tipp, 0:1. Robin Dutt hat gesagt, das wird für uns die Reifeprüfung. Ich glaube, der Club aus dem Breisgau, Tabellenfünfter, wird die Reifeprüfung bestehen. Der Knaller, Mainz gegen Hamburg. Baut Mainz die Serie aus, stellt Mainz den alleinigen Rekord auf. 8 Siege in Folge hat noch keiner geschafft. Die 7 Siege in Folge teilen sie sich mit Kaiserslautern und mit dem FC Bayern. Sie werden alleiniger Rekordhalter. Mein Tipp ist 3:1 für Mainz gegen Hamburg. Der andere Club aus Hamburg gewinnt gegen den Club aus Nürnberg, die Kluberer, mit 2:0. Zumindest denke ich mir das so. Und Wolfsburg unterliegt gegen Bayer Leverkusen mit 1:3. Das ist am Samstagabend das Topspiel um 18.30 Uhr. Sonntag gibt es noch 2 Partien. Kaiserslautern gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0. 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach trennen sich 2:2. Also zumindest behaupte ich das jetzt mal. Das waren jetzt, wie gesagt, meine Tipps zum 8. Bundesliga-Spieltag. Und so langsam, aber sicher, muss der eine oder andere halt wirklich gewinnen. Denn die Tabelle lügt halt nicht. Stuttgart 3 Punkte, Schalke 4 Punkte und Köln 5 Punkte. Also, da wird es Zeit. Und wenn Stuttgart mit dem neuen Trainer nicht gewinnt, dann wird es nichts mit Stuttgart 21.